gut, wenn du dir Mühe gibst, im Privaten was zu machen, aber die großen Probleme liegen sozusagen im Systemischen. Du kannst entscheiden, ob du fliegst oder nicht fliegst, du kannst nicht entscheiden, ob das Kohlekraftwerk an- oder ausgeschaltet wird. Aber trotz allem ist das Leben auch schön. Okay, ja, also auf jeden Fall, deswegen machen wir Systemwandel. Das ist eigentlich das. Und deswegen... Luisa, hallöchen. Ich bin dein persönlicher Geleitschutz. Freut mich, danke dir. Bring dich hier raus. Höchstens, der Gesellschaft. Ja. Höchstens du möchtest noch ein paar Selfies machen. Und ich glaube, ich würde da jetzt spontan drauf verzichten. Also dann du möchtest ein Selfie. Später, ja. Wie geht's? Ich habe ein Fahrrad da vorne stehen. Bist du mit dem Fahrrad da tatsächlich? Ach, das löst das Transportproblem, weil wir nämlich gerade überlegt haben, wie wir eigentlich später weiterkommen, weil es ja tatsächlich... Ich weiß nicht, also ein Taxi geht wahrscheinlich nicht, höchstens ist es ein E-Taxi, eine U-Bahn. Ist das so eine Regel für Aktivisten? Nee, aber ich dachte, ich will ja alles richtig machen. Ach so, Stress für dich, interessant. Ja, total. Ich habe deine Schuhe gesehen, nein, Spaß. Ja. du, wir können Taxi fahren, das musst du aber auf deinen ökologischen, auf deine ökologische Rechnung draufschreiben. Das kann ich gut, wir nehmen so ein Hybrid, dann können wir beide 50-50. Ja, okay, dann ja? Cool, cool, cool. Aber dein Fahrrad müssen wir natürlich trotzdem holen, weil sonst wird es geklaut. Das ist ein guter Punkt. Ich habe gehört, in Berlin werden ab und zu Fahrräder geklaut. Aber das ist auch nur ein Klischee wahrscheinlich. Da, wo ich herkomme, wird einfach noch ein zweites hingestellt. Hast du recht, machen gute Sachen da. Tschüss, alles Gute. Ja, ich muss wirklich los. Anschreiben, ja, auf Twitter oder auf Instagram. Okay. Das ist wirklich, du hast auf alles eine Antwort, ne? Also du kannst auch immer so eine Statistik sofort parieren und irgendwie. Erfindest du auch mal was, wenn du nicht weißt? Was? Nein, ich. Also ich glaube, ich habe ganz viel nicht eine Antwort. Die Hälfte der Menschen haben ja keine Frage an mich, sondern sie wollen ja was erzählen. Das gleicht sich dann ganz gut aus. Aber das heißt, was ist denn deren Intention, was du denn dann mit dem Erzählten machst? Oder ist es einfach so ein bisschen was Therapeutisches auch? Ja, ich glaube, es ist, naja, es ist, also Menschen haben, glaube ich, in dieser ökologischen Krise, das ist jetzt wirklich deep, also, hi, ich bin Luisa, schön, dich kennenzulernen. Die ökologische Krise macht Menschen so ein bisschen einsam. Man hat das Gefühl, man kämpft allein auf dieser Front, man macht sich alleine diese Gedanken. Und das ist aber ein Trugschluss, weil es sind ja Millionen Menschen in diesem Land, die sich solche Sorgen machen. Aber die Klimakrise anzuerkennen als emotionale Belastung, die uns so psychologisch runterdrückt, ich glaube, da sind wir noch nicht ganz, sondern es ist gerade vor allem viel, isst du noch Fleisch, wen wählst du, darf ich jetzt fliegen, ohne schlechtes Gewissen zu haben oder nicht? Darf ich eigentlich fliegen, ohne schlechtes Gewissen zu haben oder nicht? Kannst du, aber ich glaube, also kannst du machen, aber ich glaube, es geht gar nicht so gut, weil, also man kann, also Leute können ja machen, was sie wollen, aber ich glaube, das schlechte Gewissen muss man ein bisschen mit jetzt einberechnen, das ist jetzt da. Oh, warte mal, ich habe hier noch, ach nee, ist euer Dings, ja. Ich habe ein Kabel wieder verloren. Das darfst du sowieso behalten, das ist so Tradition in diesem Format, das gehört dir. Cool, was passiert hier? Ich weiß nicht, das ist eine Gegenveranstaltung. Vorhin, ich weiß nicht, ob es eine Provokation war, aber sie haben Wir steigern das Bruttosozialprodukt gespielt. Ja, das hat auch Wendt Ulrich eben auch gesagt. Geilon, die News! Hier ist ja so viel Wasser. Ich würde einfach sagen, das ist einfach Berlin. Ich bin ja mehr so auf so Demos zu Hause. Und da ist immer, also das ist in der Regel irgendeine Art von Stimmung. Ja. Und deswegen finde ich, also diese Buchveranstaltung, ich finde es ganz schön und irgendwie, ich fühle mich privilegiert, Menschen über Literatur reden zu können. Aber es ist auch immer irgendwie sehr besonders und sehr merkwürdig und das mag ich aber auch. Literatur deshalb, weil du dein Buch jetzt gerade auch vorgestellt genau. hast. Ne? Das war ein bisschen auch ein bisschen Promo auch. 100% Promo. Wir haben letzte Woche unser Buch veröffentlicht. Also Bernd Ulrich und ich, das ist ein Journalist.
Und jetzt war das erste Mal, dass wir vor Publikum darüber gesprochen haben, also so live. Dadurch, dass es jetzt nicht so riesig besucht war, war es nicht so viele Leute. Aber man hat schon gesehen, jeder will irgendwie auch noch was sagen und eben dir was erzählen. Ja. Und weiß es vielleicht dann auch besser und hat eine Kritik. Interessanterweise ja an sozusagen auch an dir dann erstmal. Und du nimmst dir auch die Zeit. Aber nervt sich auch mal? Also irgendwann auch, wenn man sagt jetzt... Naja... Ich möchte, dass Menschen sich mit der Klimakrise beschäftigen und im besten Fall, dass sie sich selbst wichtig nehmen in dieser Krise. Weil die Menschen sind wichtig, jeder Einzelne und jeder Einzelne. Und wenn das Zeichen ist von, ich nehme diese Krise wichtig, indem ich zu dir komme und sage, was du gut gemacht oder schlecht gemacht hast, oder ich erzähle dir von meinen Sorgen, dann ist es, glaube ich, ein ganz okayer Preis. Ich bin auch manchmal müde und ich habe auch manchmal keinen Bock irgendwie auf das hundertste Gespräch. Aber vielleicht ist das auch die Aufgabenteilung. Dann. Und nimmst du das mit? Also wenn es ist natürlich... Oh, total viel. Zum Beispiel ganz viele Zeit lang, ja, 2019 haben mir ganz viele so junge Mädchen gefragt, Luisa, kann ich noch Kinder bekommen? Das habe ich aufgeschrieben, daraufhin hat Markus Lanz mich komplett dafür auseinandergenommen. Was erzählst du den jungen Leuten? Ich so... Das heißt also, du, theoretisch, also theoretisch, hypothetisch, ist die Antwort nein, weil das natürlich der größte Beitrag zum Klimaschutz ist, keine Kinder zu bekommen. Nein, das würde ich nicht sagen. Nein, ich verstehe es als Hoffnungsproblem. Also wenn junge Menschen so viel Angst vor der Zukunft haben, dass sie sagen, ich möchte nicht die Verantwortung für ein neues Lebewesen tragen, dann ist das ein dramatischer Augenblick in der Menschheitsgeschichte. Und wir müssen alle daran arbeiten, alles daran setzen, dass junge Menschen das Gefühl haben, das ist eine Welt, in die ich ein Kind setzen würde. Ja. Wo gehen wir denn jetzt eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. Ich dachte, wir gehen Bier trinken. Sehr gute Idee. Du trinkst Bier? Sehr gut. Dann würde ich über meinen Schatten springen und halt auch ein Bier trinken, wenn es sein muss. Großzügig. Ich habe jetzt auch überlegt, weil wir ein Stück noch zurückzulegen haben, ob ich mich bei dir hinten drauf setze. Auch, also man kann auf diesem Fahrrad schon zu zweit fahren, aber es ist eine sehr intime Veranstaltung. Die wegen Corona nicht. Dann brennt also, weg. Jetzt gehen wir in die U-Bahn, oder? Was? Ja, wir gehen jetzt in die U-Bahn. Oh, das Uber habe ich verstanden. Ja, und ich kriege gerade einen Anruf. Mein Handy klingelt wie ein Dieselmotor. Tempelhofer Feld. Ist eigentlich auch ein Ort, der so ein bisschen auch fast schon Symbolkraft hat, oder? Für jemanden wie dich. Das ist eine ganz geschmeidige Überleitung, um über den Ort zu sprechen. Ja. Nee, ist schon schön. Aber ich glaube, das muss man gar nicht so aufwendig erklären, weil das der Ort ja auch ein bisschen selbst erklärt. Aber ich würde sagen, ich setze mich ja für Systemwandel ein. Und diese individuellen Konsumfragen, fährst du Auto, isst du Fleisch, gehst du fliegen oder so, die sind alle wichtig, aber das sind nicht meine, das sind nicht die Orte, wo ich meine Schlachten schlage. Ja, ich finde es ehrlich gesagt auch total albern. Das hast du ja auch erlebt, dass dann dass Reaktionäre sozusagen dich beobachten, wann ist sie Langstrecke geflogen und so und wohin ist sie hingeflogen und so weiter und so fort. Ja, deswegen bin ich auch hier zu dem Kurzstrecke-Pendant. Das ist wegen einem emotionalen Ausgleich wichtig gewesen. Ja, ist eigentlich eine emotionale Nachbereitung von meinen persönlichen Shitstorms. Eigentlich auch krass, dass du an einem Format, das Kurzstrecke heißt, teilnimmst. Das müsste doch sofort auf Ablehnung stoßen. Jede Phase deines Körpers müsste das abstoßen. Alles an mir gesagt, Luisa, kannst du das? Nee, ich bin ja entgeistert. Ich dachte, wir gehen irgendwo hinfliegen. Jetzt kommst du her, wir gehen jetzt zu so einem Öko-Ort. Ja, klar. Aber wahrscheinlich ist es was, womit du dich ganz viel auseinandersetzen musst und wahrscheinlich jetzt auch innerlich schon mit den Augen rollst, weil das immer wieder kommt und dann du oft wahrscheinlich auch gefragt wirst, wie ist das in dem Privaten und so und wenn dann einer Fleisch ist und so, bist du dann die Missionarin und so weiter. Das spielt dann wohl keine Rolle. Nee, es ist ja interessant, so für mich ganz skurril, oder ich mache viel die Erfahrung, dass Menschen so ein bisschen, so, die mich nicht so gut kennen, die kommen an und sagen, ja, ich komme gerade aus dem Urlaub, ich bin nicht geflogen, Luisa. Und ich muss gar nicht, also ich bin überhaupt nicht, also ich würde mich nie in die Rolle bringen wollen und ich, Leute sollen ja machen, was sie wollen, so. Das, was Menschen, glaube ich, im Endeffekt motiviert in meinen Augen und was sie auch vielleicht dazu bringt, sich einzubringen, ist nicht die Vorhaltung von anderen, sondern vielmehr so die Einladung, mal mitzumachen. Also wie überzeugst du Menschen, Vegetarier zu werden, nicht indem du ihnen erklärst, wie schlecht ihr Fleisch ist, sondern indem du sie zum Essen einlädst und sagst, wie nice es sein könnte. Und ich habe keinen Bock, Menschen dazu zu bringen, weniger Fleisch zu essen. Das, also, mach schon andere Leute. Ich möchte Menschen über politischen Wandel reden und über das Organisieren und über
große Strukturen, die wir verändern können. Ich habe das Gefühl, Einladungen auszusprechen, ist eigentlich ein ganz guter Ansatz. Gut, dann würde ich dich jetzt auf ein Bier einladen. Gut, ist ein guter Ansatz. Okay. Allerdings den, einfach weil der Schüler. Was? Achso, das ist gar nicht dieser Laden? Dann, nee, dann lade ich dich nicht auf ein Bier ein. Das hätte ich jetzt nur gemacht, wenn die Überleitung funktioniert. Aber jetzt zahlst du dein Bier mal schön selber. Weil das nämlich dein Vorteilsname. Ja, in der Tat, hallo. Wärst du jetzt sehr unangebracht, nach dem Foto zu fragen? Du, das wird dann alles mitgefilmt. Das ist so ein Film, die wartet genau auf diesen Augenblick, wo mich jemand fragt. Also, wenn du bereit dafür bist, können wir das machen. Ich finde es auch super authentisch mit dem Würstchen. Wir haben gerade über das Fleisch gesprochen. Das ist eine vegane Wurst. Habt noch einen schönen Abend. Ja, ja, ebenso. Tschüss. Morgen ist Klimastreik, ne? Ja, ja. Ich bin mir aber auch nicht so sicher. Für Freitags. Ich glaube, das ist so ein junger Union-Mitglied, der jetzt ganz provokant extra ein Foto mit, mit seiner Wurst gemacht hat. Da fallen jetzt ganz viele Wurstmetaphern ein. Im Kontext zur jungen Union? Ich glaube, wenn du so ein Foto mit mir machst im Tempelhofer Feld, dann glaube ich, musst du mehr Fragen beantworten als ich. Ich mag die Naivität, dass du tatsächlich dieses Seil für so sicher hältst, dass... Ich hätte sie sogar in den Stock geschlagen. Ah ja, sehr gut. Okay. Was ist denn jetzt logistisch besser? Zuerst das Getränk holen oder zuerst das Essen holen? Eigentlich zuerst das Getränk. Das macht mehr Sinn. Ja, ja. Entschuldigung, wir holen zuerst das Getränk. Manchmal bin ich verbunden, dass man so... Wenn man kann ganze Kamerateams organisieren und ganze Demos organisieren, aber dann bei so täglichen Tasks von wegen Getränk und Essen... Das geht mir aber auch so. Ich, wirklich, also die großen Aufgaben überhaupt kein Problem. Das normale Leben, größtmögliche Herausforderung, an der ich ständig scheitere. Wir würden gerne Getränke einkaufen. Sehr gut. Was bieten Sie denn so fein? Was hättest du denn gern? Ein Bier. Bis später, ich glaube, wir kommen wieder. Ja. Das ist ein guter Land. Vielen Dank. Irgendwann werde ich mal Schriftstellerin und dann schreibe ich eine Ode an die zweite Runde. Ich glaube, es gibt nichts Lebensbejahenderes als eine zweite Runde. Ich finde, eine erste Runde ergibt gar keinen Sinn ohne eine zweite, die folgt. Hier gibt es Pommes. Pommes sind absolut bedenkenlos konsumierbar. Ich wäre für Pommes. Ah, hätte vielleicht wirklich eine Veggie-Variante müssen. Ja, prima, das machen wir. Eine von diesen vegetarischen Würsten und zwei Portionen Pommes. Alles klar. Danke dir. Dann sind das sehr autoritär. 9,50 €. Du hast überhaupt nicht gerechnet. Du sagst immer 9,50 €, oder? Nee. Das Ganze dauert so 30 Minuten. Die haben wir. Wir haben ja Bier zur Überbrückung. Ja, ja, sehr gut. Grüßerchen. Tschüss. Es ist mir eine Freude. Welches? Ich bin noch ein bisschen ängstlich mit den Masken, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das hier so ein Space, an dem man die Maske tragen muss. Aber glaubst du, dass das ein bisschen auch eine Sensibilisierung verursacht hat? Die Corona-Pandemie? Ja, weil also ohne die eine Sache zu verharmlosen, kann man ja sagen, also gegen das, was uns der Klimawandel bieten wird, ist das aus Entenhausen. Ja, das ist tatsächlich ja so ein Ding, wie wenn du früher als Kind nicht aufgegessen hast und die Eltern unreflektiert und ein bisschen unsensibel gesagt haben, ja, aber die Kinder in Afrika. Das macht ja mit dir nichts, weil du bist trotzdem satt und du willst trotzdem nicht aufessen. Das heißt, ich glaube, einmal Steak, bitte. Dir zu erklären, dass dein Leid nicht so schlimm ist, wie es sein könnte, funktioniert pädagogisch überhaupt nicht. Und ich glaube, der Corona-Effekt war vor allem, dass Menschen müde sind und keinen Bock mehr haben auf Krise und auch nicht auf Krisenbewältigung und so. Und Klimaschutz ist ja eigentlich nur so Krisenprävention und ich befürchte, dass es vor allem Menschen überfordert hat und müde gemacht hat. Das heißt, du gehst jetzt davon aus, dass es eben nicht leichter ist, Gehör zu finden, sondern im Gegenteil noch mal schwerer sind, weil Leute... Ich glaube, muss man sich noch mal neu in Konkurrenz zum Freibad wehen. Ne? Alle Menschen wollen eigentlich so Spaß haben und ich verstehe es auch, ich auch. So. Man möchte weit reisen, man möchte irgendwie so da sein, wo das alles nicht so wild ist und so. Und jetzt zu sagen, hey, das war eine schlimme Krise, wir haben noch ein viel größeres Angebot, ist halt irgendwie nicht so die geilste Werbung. Ja. Aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass wenn wir wollen, dass wir zusammenhalten können, dass wir solidarisch sein können, dass wir der Wissenschaft zuhören können, dass wir komplexe Zusammenhänge verstehen können. Und das sind, glaube ich, wichtige Lernerfahrungen. Das ist genau das, ne? Also dieses der Wissenschaft zuhören. Ja. Die ja sagt, Pommes ohne Ketchup ist eine Menschheitssünde, sind, oder? Machen Krebs. Geht das? Vielen Dank. Ja,
Also ehrlich gesagt, ich finde, das Ganze sieht ja ein bisschen aus wie eine VIP-Area, die aber nicht ausgezeichnet ist, oder? Das ist ein bisschen wie so ein Backstage-Bereich bei einem Festival, wo die Crewmembers von Metallica abhängen, aber die Band selber nicht. Du sagst ja, du bist fast vegan, ne? Also das heißt ab und zu mal... Ach so, nee, ich bin nicht so dogmatisch vegan, weil meine Großmutter ab und zu mit mir Eierlikör trinkt. Und ich werde nicht aufhören, mit meiner Großmutter Eierlikör zu trinken. Das macht uns alle unglücklich. Also du bist ja schon, du bist ja eine Aktivistin durch und durch. Ne? Also wenn das stimmt, dann hast du im Alter von 8 Jahren gegen die Schließung einer Grundschule demonstriert. Ja, aber es ist doch, glaube ich, nicht ganz. Weil ich bin nicht so sehr Aktivistin eigentlich. Ich bin ja Teil von so einer Merkel-Generation. Ich kenne kaum eine andere Kanzlerin außer Merkel. Und die hatte für mich als privilegierte, gebildete, junges Mädchen oder junge Frau ein hyper beruhigenden Einfluss. Dass alles gut ist. Wir schaffen das. Und genau. Das ist ein Mantra, das kommt nicht aus der Flüchtlingskrise. Das war der ganze Politikstil war, es wird schon alles. Und wir sind auf einem guten Weg. Und die Botschaft an junge Menschen wie mich war, strengt euch an, seid fleißig, seid gut in der Schule, macht es, wie man sich's gehört, engagiert euch so ein bisschen nebenbei, das sieht gut aus dem Lebenslauf auf und dann wird das schon. Und das in Kombination mit, dass sie auch noch eine Frau ist, also eine Frau in der Spitze des Landes, toll, wir haben auch die Gleichberechtigung schon direkt mit abgehakt. Das Ganze hat einen ganz depolitisierenden Einfluss auf mich. Und das hat ewig gebraucht, bis ich mich das erste Mal so richtig tief empört hat. Was war das? Das war tatsächlich, ich glaube, als ich gelernt habe, und ich war 16 oder sowas, dass queere Menschen in Deutschland, also Schwule und Lesben zum Beispiel, nicht heiraten dürfen untereinander. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, boah, wie steht es eigentlich um die Rechte der Frauen? Und dann habe ich festgestellt, was machen wir eigentlich gerade im globalen Süden als ehemalige Kolonialmacht? Und dann habe ich festgestellt, boah, what the fuck is up with the climate? Und über diese Empörungsmomente bin ich eben ein bisschen auch rausgebrochen aus dieser Illusion, dass wir eben alles im Griff haben und auf einem guten Weg sind. Das stimmt nämlich leider nicht. Und ich bin... Als wir diesen ersten Klimastreik organisiert haben in Deutschland, bin ich eine Million Jahre raus aus meiner Komfortzone. Ich fand es so unangenehm, den Gedanken, auf der Straße zu stehen mit einem Megafon und man weiß nicht, ob irgendwer kommt und vielleicht wird es super peinlich. Und das ist nichts, wo man denkt, jetzt bin ich bereit dafür. Und das ist so entscheidend, dass wir das zulassen, dass wir uns bewusst machen, wir werden niemals bereit sein für großen Wandel und große Sachen und große Veränderungen. Wir müssen uns da ein bisschen reinschubsen lassen. Ich glaube, wir müssen auch so langsam, weil die Sonne geht unter, es wird dunkel. Ich würde noch ein Wegbier vorschlagen. Ja, sehr gut. Kommt es da rein? Ja. Na dann, stimmt das so. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Danke. Was man in Berlin oft sieht, sind Menschen, die ihre Sattel mit sich rumtragen. What? Ja, so, weil man so oft so einen Schnellspannverschluss hat an seinem Sattel. Und es werden wohl sehr oft gerade diese teuren Ledersättel. Sättel? Ist Sättel Plural von Sattel? Okay, aber wenn du den Sattel unter deinem Arm trägst, dann hast du gerade einen Sattel geklaut. Du, ich glaube... Ach, das kann natürlich sein. Stimmt. Also, warum habe ich das nie betrachtet? Das sind wahrscheinlich alles Leute, die Sättel geklaut haben. Ja. Okay. Hätte ich die Polizei rufen sollen. Wahrscheinlich hast du gratuliert. Oh, gute Idee. Sehr gut. Ja, clever, super. Clever. Okay. Auch dieses Autoradio, dass du das ausgebaut hast. Sehr, sehr gut. Ist das eine große goldene Münze? Cool, cool, dass du die mitnimmst. Ja, wir drehen ja, das muss man dazu sagen, wir drehen im Juli, Ende Juli und wir strahlen später aus. Das heißt, wenn wir das hier ausstrahlen, sind wir relativ nah an der Bundestagswahl dran. Viele aktuelle Dinge können wir natürlich jetzt nicht wissen. Was wir auf jeden Fall sagen können ist, also was der Laschet sich letzte Woche erlaubt hat. Und hätte ich nicht gedacht, dass Annalena... Kurze Zwischenfrage, ist dein Bier auch so kalt? Es ist sehr, sehr kalt. Mir tut es an den Händen weh. Ja, ich habe jetzt so eine Lösung gefunden, aber es ist ganz unangenehm. Ne? Ich habe es auch schon überlegt, ob ich es mir in die Tasche reinstecke. Das, glaube ich, endet schlecht. Ich kann auch so Sachen nicht lässig. Viele Leute sehen lässig aus, wenn sie ein Bier mit sich tragen. Ja, ehrlich gesagt, ich muss es nicht. Ach, du hast so eine Fahrradflasche-Halterung. Ja, willst du deine auch ein bisschen? Ah, das ist toll, ja. Warte, ich noch einen Schluck. Wir können es so noch in 5 Minuten so ein bisschen abkühlen. Voll gut. Lassen wir gerade unser Bier aufwärmen. Ja, siehst du? So fühlt sich älter werden an. Ja, jetzt weiß ich es auch mal.
Wie stellst du dir dein Alter eigentlich vor? Mein Alter? Ja. Also, wenn ich das irgendwann mal so hinkriege wie meine Großmutter, dann ist natürlich alles super. Die ein großes Vorbild für dich meine ist. Meine Großmutter, ne? Ja, ganz große Frau. Und das ist natürlich alles rein hypothetisch, weil wenn ich so alt bin wie sie jetzt, dann sind wir sozusagen in einem ganz anderen ökologischen Zustand. Also auch wenn wir jetzt alles hin und liegen lassen, alles abschalten und alles anders machen, sozusagen diese klimatischen Effekte passieren ja verzögert. Also es wird erstmal eine Weile wirklich einfach schlimmer werden und gefährlicher werden. Da müssen wir beweisen, dass wir solidarisch sein können in Krisen, dass wir zusammenhalten, dass wir die Schwächsten schützen und dann darauf hinarbeiten, dass es halt sich irgendwann wieder bessert. Vielleicht war auch so ein bisschen beste Zeit schon so unbeschwerteste Zeit. Nicht individuell, aber so gesellschaftlich. Könntest du dir ein Amt vorstellen? Boah, du, also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wenn es rausgeschnitten wird, dann ist es unglücklich, aber also ich bin so vorsichtig geworden mit so Zukunftsannahmen über mein Leben, weil es kommt immer anders. Ja, das und hätte man mich klar. Vor 5 Jahren gefragt, hätte ich mir das im Leben nicht trauen können. Das Abenteuer beginnt, wo der Plan aufhört. Wow. Ja. Hast du meine Postkarte mitdrucken lassen? Schreibe ich dir. Ich glaube schon, dass das gehen kann, dass man sich nicht so sehr verrät. Vielleicht kommt es auch darauf an. Und interessiert dich dann Macht? Weil das wäre ja der effektivste Weg, Einfluss auszuüben. Ja, was ist schon Macht? Das ist auch nicht mehr das, was mal war, ne? Fridays for Future ist ein bisschen der Beweis dafür, dass es eine alles andere als konventionelle Macht. Macht, die nicht aus dem Individuum, sondern aus dem Kollektiv entstanden ist. Macht, die nicht weiter vererbt oder weitergegeben wurde, sondern die gewachsen ist. Macht aus Masse, Macht aus Radikalität, Macht aus auf Ideale bestehen und so. Gut, aber am Ende sind es natürlich die, die an diesen Hebeln sitzen. Und das ist nun mal die Politik, das ist nun mal ein Wirtschaftsminister. Mhm. Also wäre das was für dich? Würdest du dir das zumuten? Ich möchte gerne da sein, wo ich wirksam sein kann. Und das ist ein großes Privileg, dass ich das Gefühl habe, ich kann das jetzt gerade ein ganz bisschen, glaube ich, sein. Ich probiere es zumindest. Und vielleicht wird es irgendwann woanders sein. Aber das Ganze ist ja kein Selbstzweck. Ich mache ja nicht Klima einfach, weil ich Bock habe auf ab und zu mit dir abends Tempelhofer Feld 5 Leute mit Kamera. Sondern weil ich denke, es ist... Hast du keinen Bock mir? Nee, ich möchte eigentlich, das ist eigentlich unser Spot, ne? Es wäre nicht nötig gewesen, dass der jetzt noch die Crowd. Die Frage ist doch im Endeffekt, was bringt er Macht und Status und was auch immer, wenn das alles, wenn es dahinter leer ist, wenn da kein tieferer Sinn kommt, wenn das nur sich selbst dient. Dann macht es vielleicht für den Moment glücklich, aber nachher, glaube ich, traurig. Und darauf habe ich keinen Bock. Du, ich muss da noch. Weil du hier da ein Loft gebaut hast, ne? Also, das das habe ich jetzt nicht gesagt. Ist ja dein. Genau. Ja, wir werden natürlich nicht sagen, wo du wohnst. Du fährst jetzt einfach irgendwie nach Hause. Jetzt hat mir jemand auf dem Podium gesagt, danke Frau Neubauer, ich wünsche Ihnen noch ein gutes Leben. Aber das ist doch schön. Ich wünsche dir auch ein gutes Leben. Ja. Hast du ein gutes Leben? Ich habe ein ganz gutes Leben. Ein ganz gutes Leben oder ein gutes Leben? Nee, ein gutes Leben. Also ein ganz gut im Sinne von wirklich gut. Ja. Du auch? Ja. Ich habe ein gutes Leben. Auch das gute Leben. Ciao. Pass gut auf dich auf. Mach bitte das Licht an, ne? Das Licht an. Es gibt sonst nämlich einen Shitstorm. Das wollte ich dachte, ein Strafzettel oder sowas. Auch ein Shitstorm. Strafzettel ist nicht so schlimm wie ein Shitstorm. Ciao. Tschüss, Luisa. Ciao. Und ja, du kannst den Tonsender behalten. Das ist unsere Form von Nachhaltigkeit. Ganz ehrlich, fliegen hier noch Flugzeuge oder wie komme ich jetzt nach Hause? Hi, ich habe dich so vermisst. Oh mein Gott! Ich bin nochmal zurückgekommen, um ganz viele Sachen zu sagen, die ich noch nie gesagt habe. Hier kommt's. Ihr könnt diesen Kanal abonnieren. Ihr könnt Daumen da lassen, die guten Daumen, die hier. Und ihr könnt kommentieren. Und das war's.
Und nein, jetzt, das weiß noch gar nicht, weil dazu setze ich jetzt meine Kappe ganz cool andersrum auf. Denn diese Folge ist auch in der ARD-Mediathek das Beste, was das öffentlich-rechtliche Fernsehen zu bieten hat. Ja. Und nicht nur das. Die neue Folge, also die, die eigentlich noch gar niemand sehen konnte, weil sie so neu ist, dass sie doch gut riecht, wie ein frisch gebackenes Brot, wie eine gerade eben gedruckte Zeitung. Die gibt's auch da, in der ARD-Mediathek. Denn die ist sehr, sehr gut. Warst du schon mal in der ARD-Mediathek? Ja, ich glaube schon ein, zweimal. Ich glaube, da kommt noch ein drittes gemischte Mal. Gemischte Gefühle. Okay, Guti.